Ein Preis auf meinen Kopf und ihr wollt ihn nicht? Ich kann auf mich selber aufpassen. Kehrt um und hört auf, die Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Ihr wollt ihn nicht? Da braucht sich was zusammen mit der flammenden Faustbrenne. Ja, großer Ärger. Herzog Kettern ist krank und Scar wurde getötet. Anscheinend bei einem einfachen Raubüberfall. Aber ich habe da so meine Zweifel. Mir sieht alles sehr nach Angelo aus. Er versucht, die Macht zu ergreifen, indem er die Kontrolle über die flammende Faust erlangt. Und jetzt, wo Scar ihm nicht mehr im Weg ist, kann ich nichts aufhalten. Ich habe gesehen, dass er auch öfter zum Eisenturm geht und das kann nichts Gutes bedeuten. Noch gibt es einige, die auf Elterns Seite stehen und ihr habt Glück, dass ich einer davon bin. Bitte zeigt euch nicht in der Öffentlichkeit, wenn euch euer und unser Wohl lieb ist. Und seht euch ein wenig im Hauptquartier des Eisenthrons um, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Noch besser wäre es, wenn ihr mit Herzog Eltern sprechen könntet, aber sie halten ihn mitten im Hauptquartier der flammenden Faust fest. Verdammt nochmal, Angelo wird dafür ordentlich zahlen müssen und auf bald und das bald hoffe ich. Wie ihr wünscht. Ja, Angelo greift nach der Macht der flammenden Faust und könnte sowohl für Herzogs Elterns Krankheit als auch für Scars Tod verantwortlich sein. Seine angebliche Verbindung zum Eisenthron sind mehr als verdächtig. Die Frage ist, was ich als nächstes mache. Soll ich zurückkehren zum Eisenthron und dort meine Ermittlungen fortsetzen, oder sollte ich Herzog Eltern in der Kaserne der flammenden Faust aufsuchen und meinen Verdacht bezüglich seiner Krankheit auf die Probe stellen? Haben wir beides schon gemacht. Und ich bin auf der Seite. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Reicht's, wenn ich hier hochgehe? Ja. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Oberflächenbewohner können so dumm sein. Da ich da unten aber keine Doppelgänger gesehen habe, gehe ich mal davon aus, dass sie schon drin sind. Hi, Bill. Dach auf. Gegrüßt seid ihr. Ich nehme an, ihr kommt zum Palast zur feierlichen Namensanführung von Sarivok. Dürfte ich in diesem Fall eure Einladung bitten? Hier ist die Einladung. Würde ihn so bitte einlassen. Wir sind in Eile. Seid doch nicht so ungeduldig. Ich muss erst einen Blick auf die Einladung werfen. Mhm. Ja, sie sieht echt aus. Gut, ihr könnt dann eintreten. Herzogpalast. Ich diene der flammenden Faust. Würdet ihr mir bitte eure Einladung zeigen? Da habt ihr unsere Einladung. Ich danke euch vielmals. Ihr könnt durchgehen. Ich habe den Herzogspalast betreten. Nun muss ich Sarivok dahinter zum Oberhaupt der Fürsten ausgerufen zu werden und anschließend die anderen Fürsten zu ermorden, um die Macht vollends zu ergreifen. Nur zu fragen. Ja, Edelmänner. Da ist Sarivok. Da jetzt alle unsere Gäste angekommen sind, können wir mit der Zeremonie beginnen, auf die ihr alle gewartet habt. Wie ihr alle wisst, ist dies ein besonderer Anlass für Baldurs Tor. Der feierliche Augenblick ist gekommen, in dem ein neues Mitglied in die Reihen der Großherzöge aufgenommen wird. Ich hege durchaus nicht den Wunsch, die Tragödie herunterzuspielen, die wir durch den Verlust von Etta Silberschild erlitten haben. Doch ist dies nicht der rechte Moment zum Trauern. Alle von Grundbesitzern abgegebenen Stimmen wurden zusammengezählt. Das Ergebnis war beinahe einstimmig. Bitte, wie steht's um Herzog Elta? Hat sich sein Zustand gebessert? Wann er sterben sollte, da bitte, wer wird an seine Stelle treten? Was ist mit dem Gerücht, dass sich Amn für einen Krieg rüstet? Warum bereiten wir uns nicht auf einen Krieg vor? Nur wie sollen wir uns bei unserer derzeitigen Eisenknappheit verteidigen? Bitte, wer gibt uns das nötige Eisen? Vielleicht die Zentaren. Ich habe gehört, die haben irgendwie ihre Finger im Spiel. Ich glaube, dass Eltern von den Schattendieben vergiftet wurde. Offensichtlich versuchen die, unsere Anführer zu töten. Keine Sorge, alle eure Fragen werden zu gegebener Zeit beantwortet werden. Enda wurde von den Schattendieben, den Handlangern Arms, getötet. Da wird das auch sonst niemandem klar ist, für mich ist die Sache eindeutig. Arm ist auf Krieg aus. Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass Entas Ermordung das Werk der Schattendiebe war, doch... Deuten darauf hin? Das ist doch lächerlich, das auf der Leiche hinterlassene Zeichen ist das Kennzeichen der Schattendiebe. Da seid ihr blind oder nur deppert. Ich liebe diese Übersetzung. Wenn ich bitte weiterreden dürfte?
Die Spur ist so offensichtlich, dass sie eventuell absichtlich hinterlassen wurde, um uns irrezuführen. Aber bitte, wer sollte uns in die Irre führen wollen? Vielleicht sollte ich dazwischen gehen, bevor diese Versammlung zu einem sinnlosen Rumgezanke wird. Wir sind hier, um unseren neuen Großherzog zu begrüßen, also sollten wir damit auch fortfahren. Ich stelle euch Sarivok Ankev, der neue Großherzog. Ich stelle vor, Sarivok Ankev, der neue Großherzog. Es ist mir eine Ehre, einer solchen Versammlung angesehener Edelleute zu stehen. Ich nehme meine neue Aufgabe im vollsten Bewusstsein der damit einhängenden großen Verantwortung an. Als erstes möchte ich viele der bislang aufgeworfenen Fragen beantworten. Die Gerüchte, dass Am sich zum Krieg rüstet, entsprechen voll ganz der Wahrheit, ebenso die von einer Beteiligung der Zentarim. Doch sorgt euch nicht, wir stehen ihnen nicht bar jeder Verteidigung gegenüber. Zwar sind wir geschwächt, doch die jüngsten Anstrengungen der Zentarim, uns von unserem wichtigsten Kriegsrohstoff, dem Eisen, abzuschneiden. Doch hilflos sind wir nicht. Infolge der Ermordung meines Vaters ging die Leitung des westlichen Zweigs des Eisenthrons an mich über. Dieser verfügt über große Lagerbestände an Eisen, die für unsere Bedürfnisse von ganz ausreichen. Ich übergebe hiermit all dies Eisen der Stadt, auf das sie damit nach ihrem Willen verfahre. Leider liegt unser größter Feldherr auf dem Sterbebett. Für war ein schwerer Schlag für diese Stadt. Mit Erlaubnis des derzeitigen Obermannes Angelo Dossan übernehme ich den Befehl über die flammende Faust. Unter meiner Führung wird das Söldnerheer zu seiner alten Schlagkraft zurückfinden. Einen Moment mal, es steht euch nicht zu, darüber zu entscheiden. Ruhe jetzt, jetzt redet das Sarivok. Wir wollten nicht darauf warten, dass wir in einen Krieg hineingezogen werden. Nein, wir werden den ersten Schlag ausführen. Mit der flammenden Faust dürfte es ein leichtes sein, Nashkel einzunehmen und so dann geschwind den Gebirgspass durch die Wolkengipfel zu sichern. Was ist los? Wer wagt es zu stören? Au. Worum geht es, ihr wünscht? Ich bin verletzt. Ja, mein Schatz. Für euch tue ich alles. Und zum Glück war hier ein Autosave. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich diene der braucht nur zu fragen. Also noch eine Verteidigungskoordination und eine Hast wären angemessen. Wie kann ich helfen? Mit einem neuen Schild. Ich werde mich darum kümmern. Ich habe keine Angst vorm Sterben. Du etwa? Wie kann ihr braucht nur zu fragen. Vielleicht sollte ich dazwischen gehen. So, das lassen wir alles. Ne, hab keinen Bock zu. In Ordnung. Ja, wenn das euer Mensch ist. Was ist es diesmal? Okay, das ist auch nicht gut. Eine der Herzöge ist schon gestorben. Wir sollten aber beide retten. Ihr braucht nur zu fragen. Es ist das. Ich diene der flammenden Faust. Ihr braucht nur zu fragen. Wie kann ich helfen? Worum geht es diesmal? Aha. Jael Kales? Sagt an. Was ist es diesmal? So, dann machen wir hier nochmal einen Quick-Save. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern.
Wie? So, das kriegen wir mal durch. Wenn ich bitte. Vielleicht sollte ich dazwischen einen. Ruhe jetzt! Jetzt dreht das Arevok! Ihr Hornochsen, was habt ihr denn geglaubt, was ihr tut? Und verschwindet! So, wo ist sie? Ja? Wo bin ich? Ich bin hier. Dann auch nochmal ein Flammenpfeil hier. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wir können vor Glück sagen, dass tapfere Leute wie ihr euch für uns eingesetzt habt. Gibt es irgendetwas, was wir euch tun können? Schaut euch diese Dokumente an. Es war Sarevok, der euch an den Kragen wollte. Enta getötet und Herzog Edward fast zur Strecke gebracht hat. Sarevok ist es, der euch umbringen lassen wollte. Ihr müsst ihn töten, und zwar jetzt. Wir haben Sarevoks Tagebuch. Werft einen Blick hinein. Es war Sarevok, der euch töten wollte, der da auf dem Gewissen hat und Eltern beinahe umgebracht hatte. Nehmen wir das Erste. Ich werde es nachprüfen. Wenn ihr jedoch im Unrecht seid, werdet ihr für eure Anschuldigung schwer bestraft werden. Diese Leute werden wegen mehrerer Morde gesucht. Tötet sie. Diesen Leuten wird kein Haar gekrümmt, bevor ich diese Unterlagen nicht durchgelesen habe. Ihr braucht dieses Dokument nicht zu lesen. Mit eurer Dummheit habt ihr gerade euer Todesurteil unterschrieben. Worum geht es diesem? Alles wegen des lieben Geldes. Star! Beschützt den Sänger Kalesnau. Ich bin das Gesetz. Wenn wie du willst. Du kannst dich nicht für immer verstecken. Wir beide sind noch nicht fertig, Benno. Ich werde euch töten, so wie ich auch Corium getötet habe. Ihr werdet nur im Frieden weiterleben können, wenn ihr mich zuerst tötet. Ja? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. In eurem eigenen Interesse solltet ihr alles daran setzen, Sarevok zur Strecke zu bringen, sonst tötet er euch. Ich glaube, ihr habt recht. Das einzige Problem ist, den Bastard zu finden. Mit der Kraft meines Gottes sollte ich in der Lage sein, seinen Aufenthaltsort zu sehen. Wartet einen Moment, ich kann euch sagen, wohin er gegangen ist. Er wurde zur Diebesgilde teleportiert. Ich werde euch mit Hilfe eines Desinhibitionstores dorthin versetzen. Dann könnt ihr ihm folgen und töten. Viel Glück. Was ist denn das? Es ist wirklich so, als ob sich dieser Tage alle zu Diebesgilde aufmachen. Erst dieser riesige gepanzerte Typ und nun ihr. Sagt mir lieber, was ich hier eigentlich wollt, und zwar schleunigst, sonst gibt's gewaltigen Ärger. Wir sind auf der Suche nach Sarevok, dem Typen in Rüstung. Wohin ist der? Er ist die Treppe da vorne runtergegangen, war ganz schön in Eile. Für die Verfolgung dieses Kerls seht ihr mir aber wenig schlecht vorbereitet aus. Da unten sind die Diebeshöhlen, die sind ganz schön gefährlich. Redet mal mit Schwarze Lili im Lagerraum. Sie wird euch gute Preise für Ausrüstungsgegenstände machen. Ich habe gehört, dass ihr sogar ein paar magische Artefakte verkauft. Ihr braucht nur zu fragen. Ja, mein wenn das euer Wunsch ist. Klar? Für euch tue ich alles. Aber natürlich, Schätzchen. Okay, das Schloss können wir nicht so leicht öffnen. Nein, nicht an dich, an dich. Da ist allerdings nichts drin, juhu. Dann haben wir wohl wirklich aus der einen Truhe schon das Buch rausgeholt. Oberflächenbewohner können so dumm sein. Ja. Gut.
Worum geht es diesmal? Ja, ihr braucht nur zu fragen. Jetzt aber fort mit euch. Der Tag hat nämlich einmal nicht das haben, was ihr braucht. Ihr wird es niemals geben, sofern ihr jemals der Preis stimmt. Ja, sie verkauft ja noch mehr Tränke der Meisterdiebeskunst. Also gibt ihr uns mal alle. Das können wir uns nämlich sehr gut leisten. Schutzumhang. Bringt nur leider nicht viel. Wie kann ich helfen? So, und damit sind wir eigentlich schon am Ende des Hauptspiels angelangt. Wie bis wünscht. Auf Sarivok hinterher hechten. Allerdings hat uns jetzt einer der